Wie kann etwas in einer Toilette so gut riechen? Aha! Hier versteckt meine Besitzerin also ihre Snacks. Heute muss mein Glückstag sein. Ich bin zu Hause. Hilfe! Ich stecke fest. Mein armer Hund. Ich werde dich hier rausholen. Oh nein, ich werde auch reingezogen. Nein! Wo sind sie hin? Willkommen bei der Futter-Challenge. Das wird ein Spaß für die Pfoten. Bei der nächsten Herausforderung wird es jetzt stachelig. Aua, das ist ein echter Kaktus. Was? Meiner riecht nach Schokolade. Das sehe ich. Ich werde meinen auch lecken. Aua, ich habe mir Splitter eingefangen. Ich brauche erste Hilfe. Eine Spritze? Sieht so aus, als müsste ich das hier benutzen, um die Splitter herauszuziehen. Mein armes Gesicht. Oh, ich lebe noch. Was? Wie kann es sein, dass mein Hund schon fast mit dem Essen fertig ist? Ich muss mich beeilen. Ich weiß schon. Ich werde die Spritze benutzen, um den ganzen Kaktussaft auszusaugen. Das kann ich mit einem Mal trinken. So, fertig. Grace gewinnt einen Punkt für diese Herausforderung. Ihr armer Hund hat seinen leckeren Kaktus noch nicht aufgegessen. Wow, das ist der größte Frappuccino, den ich je gesehen habe. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Hände nicht erlaubt. Ach, komm schon. Oh, das wird einfach sein. Ich brauche keine Hände zum Essen. Das ist so schwer. Ich bin doch kein Hund. Was ist, wenn ich mein ganzes Gesicht zuschlage? Ich glaube, ich habe eine Schlagsahne-Perücke auf dem Kopf. Ich bin fertig. Ich will mehr. Uff. Der Hund gewinnt einen Punkt. Gegessen. Wow, wir haben Karotten für diese Challenge. Okay. Mit dieser Karotte stimmt etwas nicht. Hilf mir! Sieht aus, als hätte die Karotte Bauchschmerzen. Oh nein! Zeit, den Doktor zu spielen. Wir müssen eine Ultraschalluntersuchung machen. Bleib ruhig, das Gel ist ein bisschen kalt. Ich werde jetzt deinen Bauch abtasten. Oh je! Die Karotte ist mit Zwillingen schwanger. Ich muss Mama Karotte in den Schlaf versetzen, damit ich die Babys herausholen kann. Schlaf gut. Zeit für die Extraktion. Ich muss nur noch Linien um ihren Bauch ziehen und dann ist es Zeit, sie aufzuschneiden. Ich bin so nervös. Danke, Kumpel. Die Zwillinge sind in Sicherheit. Puh. Hä? Das andere Baby bewegt sich nicht. Wach auf, wach auf. Oh, Gott sei Dank, es hat nur geschlafen. Auf geht's, Babys. Wir müssen deine Mama wieder zusammennähen. Die Operation war ein Erfolg. Mama Karotte und ihre Zwillinge. Deine Karotten sind doch nur Spielzeug. Ich rieche hier etwas. Wow, unter den Karotten sind Leckerlis versteckt? Treffer! Warte, was? Noch eins. Njom, njom. Und schon sind wir bei der letzten Leckerei. Der Hund gewinnt, weil er seine Leckerlis aufisst. Grace hat nicht einmal ihre Karotte gegessen. Wow, wir essen Burger. Deiner sieht einfach aus und meiner sieht lecker aus. Warte, ein Squishy? Squishy? Ich habe eine Idee. Schau, geh und hol den Squishy. Squishy! Dieser echte Burger gehört mir. Du hast mich verraten. Ach so. Hä? Was jetzt? Aua! Du willst, dass ich mein eigenes Stirnband hole? Was ist ein Cheeseburger ohne Käse? Ich bin wieder da. Okay, Zeit zum Essen. Nom. Hm? Dieser Käse ist einfach nur Gummi. Ah, ich habe meinen Burger fallen lassen. Lecker. Nein, 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 nein. Nun, niemand bekommt einen Punkt. Bei dieser Herausforderung dürfen Sie würzige Nudeln mit Eiern essen. Das sieht lecker aus. Ich bin ein Walross. Das macht mir nichts aus. Lasst uns reinhauen. Oh nein, ich habe vergessen, wie man Stäbchen benutzt. Mein Ei, es ist unter den Tisch gerollt. Ich kann besser mit Stäbchen umgehen als Sie. Das ist ganz einfach.
Ich kann das alles schnell aufessen. Puh, so scharf. Da ist ja mein Ei. Komm her. Ich hab's. Igitt, es ist so dreckig. Was? Wieso bist du fast fertig mit deinen Nudeln? Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Ei essen. Ich werde diese Herausforderung nicht verlieren. Letzter Bissen. Nein, ich habe schon wieder verloren. Der Hund gewinnt die Herausforderung und er bekommt frische Milch als Preis. Die erste Herausforderung ist es, deine Wurst mit deinem eigenen Dip zu beenden. Ich fange an. Ich werde die Wurst in zwei Hälften teilen. Eine für mich und eine für meinen Hund. Los geht's. Warum ist mein Anteil so klein? Ach so, ich fange an, meine Wurst darin einzutauchen. Ich liebe Ketchup. Grace hat angefangen, ihr Essen zu genießen. Ich bin enttäuscht von meinem Essen. Oh nein, heiß, heiß, heiß. Das hast du davon, du gieriges Mädchen. Ich werde ein Stäbchen nehmen und mein kleines Stück Wurst erhitzen. Dann tauche ich meine Wurst in diese leckere Soße. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu verschlingen. Ich könnte sie mit einem Bissen aufessen. Ich habe mir die Zunge verbrannt. Ich brauche ein Eis. Puh. Hä? Der Hund isst sein Würstchen zuerst auf. Ist etwas von meiner? Nein, danke. Ich habe verloren. Zuckerwatte? Das wird ein Kinderspiel. Stopp. Hä? Ein saures Messgerät? Die Spieler bekommen Zitronensaft auf ihre Zuckerwatte gegossen. Wir sind noch nicht fertig. Auch Giftmüll und Regenbogenbonbons. Saurer Sirup und saure Gummibärchen. Bitte sag mir, dass das alles ist. Ein paar saure Sprühbonbons, um das Ganze abzurunden. Wir sind dem Untergang geweiht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, hier kommt der erste Geschmack. Nur ein bisschen lecken. Schon zu sauer. Ich sabbere schon. Igitt, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich das vertrage. Lass es mich versuchen. Ich kann nicht. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin kein Feigling. Ich werde diese saure Zitrone essen, wenn ich muss. Los geht's. Zu sauer. Ich dachte, du wärst ein Hund. Jetzt bist du nur noch ein Angsthase. Grace gewinnt einen Punkt. Das Essen für diese Herausforderung ist Salat? Huh? So ein lahmes Essen. Mein Essen ist Hundefutter? Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Das sollte dein Futter sein, nicht meins. Wow, da ist Futter drin versteckt. Ein Katzenleckerli für einen Hund und Hundefutter für einen Menschen? Vielleicht kann ich das zu meinem Hund schmuggeln. Nicht schummeln. Oh Mann, der rote Alarm hat aufgehört zu blinken. Aber ich will das trotzdem nicht essen. Warte mal. Hundefutter ist eigentlich ganz gut. Vielleicht finde ich auch das Katzenleckerli gut. Oh nein, warum haben sich meine Ohren in Katzenohren verwandelt? Der Hund hat sich in eine Katze verwandelt. Das ist so lustig. Hä? Hundeohren? Hundepfoten? Oh nein, eine Hundenase? Grace hat sich in einen Hund verwandelt. Ich werde etwas auf ihren Rücken malen. Enid muss an die Tafel malen, was sie errät, was ich ihr auf den Rücken male. Wednesday malt ein Törtchen, aber es scheint, dass Enid jetzt etwas anderes malt. Der Lehrer ist da. Wer hat einen Furz an meine Tafel gemalt? Ich werde langsam wütend. Seid ihr beide dafür verantwortlich? Zeit für eine Bestrafung. Wo sind sie hin? Die Mädchen.
Mädchen sind im Herausforderungsraum gelandet. Sieh mal, da ist die Lehrerin. Mädchen, willkommen zum Zeichenwettbewerb. Wahnsinn, ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Schau, wie scharf es ist. OMG. Oh-oh, Wednesdays scharfe Zähne. Wer zieht deiner Meinung nach am besten? Schau weiter zu. Für diese Herausforderung bekommt der Gewinner Toilettenbonbons. Ich will sie haben. Das Bild, das sie zeichnen müsst, ist ein Vogel. Die Mädchen halten ihre Buntstifte bereit und beginnen zu zeichnen. Ah, was ist das? Ist das Vogelkacke? Noch mehr Vogelkacke? Auf meiner Schulter, das war's. Ich bring den Vogel zu Fall. Guter Schuss. Dieser arme Vogel! Ekelhaft! Ich fange jetzt besser an zu zeichnen. Aber ich weiß nicht, wie ich einen Vogel zeichnen soll. Lass mich nachdenken. Ein Mathebuch? Ich werde mit Zahlen zeichnen. 1 und 2 für die Flügel. 3 für den Kopf und den Körper. 4 für den Schwanz. Und 5 für die Krallen. 6 für das Auge. Und 7 für den Schnabel. Jetzt ist an der Zeit, dem Vogel etwas Farbe zu geben. Grün für den Körper und rosa für seine Flügel. Ich bin fertig. Mein Vogel sieht hübsch aus. Die Zeit ist um. Zeig mir deine Zeichnung. Tada! Ein schöner Vogel. Bravo, Wednesday. Wo ist deine Zeichnung? Nun, ich wollte etwas Realistisches. Also, ich habe einen echten Vogel. Oh, jeder Vogel ist tot. In diesem Fall gewinnt Enid die Toilettenbonbons. Juhu! Die Bonbons gehören alle mir. Dieser Vogel ekelt mich an. Nimm ihn weg. Enid gewinnt einen Punkt. Dein Preis für diese Herausforderung ist ein Lutscher voller Staub. Ihr Kind, nein, danke. Der Preis ist lahm. Oh nein, er gefällt Ihnen nicht. Ich ziehe einen brandneuen Lutscher heraus. Der kommt mit einem Lutscherhalter. Das hat die Aufmerksamkeit der Mädchen auf jeden Fall geweckt. Du musst ein Schmetterlingstattoo malen. Ja, das sieht einfach aus. Ein Kinderspiel. Die Zeit beginnt jetzt. Ich brauche diese Stifte nicht. Ich werde eine echte Tattoo-Nadel benutzen. Aber ich werde eine Hand brauchen. Niemand ist eine bessere helfende Hand als das eiskalte Händchen. Ich werde ihr ein Tattoo stechen. Huh? Ein echtes Tattoo? Oh, das ist so gruselig. Ich weiß, ich brauche weder Papier noch eine Nadel. Ich brauche nur eine Schüssel und ein Marker. Ich werde verschiedene lustige Formen um die Schüssel herum zeichnen. Jetzt fülle ich die Schüssel mit Wasser. Schau, wie die Zeichnungen schwimmen. Jetzt, wo die Zeichnungen an der Oberfläche sind, tauche ich meine Finger hinein. Die Zeichnungen kleben leicht auf meiner Haut. Genau wie Tattoos. Kluger Schachzug, oder? Yeah! Huh? Ich bin fast fertig. Wahnsinn, das Tattoo sieht aus wie eine echte Spinne. Ups, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Zeichnungen. Bunte Form auf meiner Hand. Schön. Wednesday? Ein realistisches Spinnentattoo. Oh, wow. Das Werk eines wahren Künstlers. Wednesday gewinnt. Haha, ich schätze, ich bekomme den Lutscher. Was? Hast du den Lulli gegessen? Oh, tut mir leid. Er sah so verlockend aus. Und ich bin so in Versuchung, deine Haut zu tätowieren. Nein, nein, nein. Geh weg von mir. Wenigstens bekommt Wednesday einen Punkt. Also gut, Mädchen, malt ein Squishy-Tier und gewinnt Squishies. Squishies? Fast hätte ich es vergessen. Ihr dürft keine Pinsel benutzen. Die Zeit beginnt jetzt. Wie können wir ohne Pinsel malen? Das ist doch lächerlich. Meine arme Barbie. Warte, ihr Haar ist so glatt wie ein Pinsel. Ich habe eine Idee. Ich schneide Wednesday die Haare ab und benutze sie als Pinsel. Rache ist so süß. Ich stecke es einfach auf ein Bleistift und fertig ist mein DIY-Pinsel. Woher hat sie einen Pinsel? Warte mal, meine Haare? Was zum... Deine Barbie-Puppe gehört mir. Ich bin fertig. Wo ist meine Barbie? Kopf ab. Wie fühlt es sich an, wenn deine Barbie jetzt als Pinsel benutzt wird? Nein, du hast meine Barbie ruiniert.
Ich bin mir sicher, dass es Barbie Spaß macht, in Farbe getaucht zu werden. Wow, sieh mal, wie effektiv sie als Pinsel ist. Lalalala. Oh, die Zeit ist um. Zeigt sie mir. Ich habe einen süßen Bären gemalt. Niedlich, aber so lala. Ich habe ein totes Kaninchen gemalt. Voila. Wahnsinn, das ist unglaublich. Wednesday gewinnt die Squishies. Haha, die Squishies gehören mir. Es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht, als süße Sachen zu zerquetschen. Ab in den Schredder damit. Wie gefallen dir diese Spaghetti-Squishies? So zerquetscht man ein Squishy. Gib Wednesday den Punkt, bevor sie uns auch zerquetscht. Für diese Herausforderung ist dein Preis ein Ei. Die Mädchen sind nicht sehr beeindruckt. Warte, ein Riss im Ei? Es schlüpft. Oh je, es ist ein Schlangenei. Es ist ein echtes Schlangenbaby. Ich will's haben. Ihr Mädchen sollt euch eine Schlange ausdenken, damit ihr den kleinen Kerl mit nach Hause nehmen könnt. Die Zeit beginnt jetzt. Tick-Tack. Ich will keine Schlange. Ich kann nicht gewinnen. Das muss ich gewinnen. Zeit, meine ultimativen kreativen Fähigkeiten zu entfesseln. Das sieht raus wie eine Schlange, oder? So, ich habe eine hässliche Schlange gezeichnet, also werde ich nicht gewinnen. Huh? Oh Mist, meins ist immer noch besser als das von Wednesday. Ich werde die Schlange nicht mit nach Hause nehmen. Oh, was soll ich tun? Radieren, radieren, radieren. Mach sie hässlich. So. Sie ist immer noch besser als die Schlange von Wednesday. Oh, ich zerknitter es einfach. Schluss damit. Die Zeit ist um. Schau dir mein Meisterwerk an. Ist das ein Hufeisen? Enid, zeig mir deins. Hier. Enid hat aus Versehen ein Schlangen-Origami daraus gemacht. Enid gewinnt. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Nein, keine Schlange. Ich schätze, jetzt gehörst du mir, Kumpel. Wednesday bekommt einen Punkt für ihre Tapferkeit. Der Preis wird eine Schminkpalette mit so vielen Farben sein. Du musst den hübschesten Regenbogen malen dafür. Enid ist ganz wild auf die Schminkpalette. Ich will keine bunten Farben. Ich möchte lieber Tintenfischtinte benutzen. Drück ihn einfach fest zusammen und er wird schwarze Tinte herausspritzen. Perfekt. Ich werde sie mit weißer Farbe mischen, um eine graue Farbe zu erhalten. Ich verwende abwechselnd graue, schwarze und weiße Farbe und einen Farbroller. Rollen wie ein Profi. Los geht's mit dem Malen. Nun noch einen Bogen malen. Und mein schwarz-weißer Regenbogen ist fertig. Kinderleicht. Ich werde den gleichen Trick mit meinen Buntstiften machen. Oh nein, meine Leinwand ist heruntergefallen. Meine Buntstifte sind zerbrochen. Oh, ein Holzhammer? Ich lege eine Schmetterlingsschablone aus und verteile die zerbrochenen Buntstifte darauf. Dann schlage ich sie in Stücke. Gibt es ein Erdbeben oder was? Zertrümmern! Wow. Noch einmal zuschlagen. Nimm jetzt das Schablonenpapier ab und bürste den Buntstiftstaub ab. Tada! Ein Schmetterlingsregenbogen. Enid, du bist so kreativ wie immer. Wednesday ist es kein Regenbogen, wenn es keine Farbe gibt. Enid gewinnt die Schminkpalette. Ich habe es geschafft! Wie auch immer, ich hasse Farben sowieso. Endlich bekommt Enid einen weiteren Punkt. Für diese Herausforderung gewinnst du ein knautschiges McDonald's-Set. Squishy Popcorn, Squishy Burger und Squishy Pommes. Das will ich so sehr. Du musst nicht so nervig sein. Und du wirst anhand deiner Emojis zeichnen. Zeigt euch jetzt eure Emojis. Sehr schön, was ist meins? Ein Frosch und ein Regenbogen? Was gehört mir? Heiß und kalt? Ich weiß, was zu tun ist. Oh, zuerst brauche ich ein Stück Papier. Falte es in der Hälfte und dann noch einmal, sodass es sich ausziehen lässt. Als nächstes werde ich einen Frosch zeichnen. Der Mundbereich seines Gesichts soll an der gefalteten Stelle sein. Ich zeichne die Augen. Dann die Nase.
schließlich den Mund. Ein glücklicher Frosch. Wenn du den gefalteten Teil nach unten ziehst, sieht es so aus, als ob etwas aus seinem Mund herausläuft. Ich ziehe Linien, um beide Hälften zu verbinden. Schütteln, schütteln, schütteln. Fertig sind die Farben. Yeah. Mein Frosch kotzt gerne Regenbögen aus. Ich bin dran. Ich muss mal einfach die Emojis zeichnen. Ich fange mit einem Kreis an. Dann male ich das Gesicht. Die rechte Seite ist blau gefärbt, um das kalte Emoji darzustellen. Und die linke Seite ist orange für das heiße Emoji. Meine Zeichnung hat einen coolen Trick. Tada! Das ist sehr cool. Wednesday? Auch eine tolle Zeichnung. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Meine hat mehr Effekte. Ich kann mich nicht von ihr schlagen lassen. Eiskaltes Händchen. Oh nein, das eiskalte Händchen hat gerade Ines Zeichnung ruiniert. Ups, tut mir leid. Wednesday gewinnt. Ja, ich bekomme das knautschige Essen. So, squishy. So ein Schummler! Nun, das ist ein weiterer Punkt für Wednesday. Für diese Herausforderung gibt es süße Wassermelonscheiben zu gewinnen. Die möchte ich für mich haben. Oh, macht nichts. Du musst eine Wassermelone ziehen, um zu gewinnen. Ich bin dran. Wow, eine echte Wassermelone. Jetzt schneiden wir das Ding auf. Ich mache ein großes quadratisches Loch in die Mitte. Dann fülle ich es mit einem babyförmigen Apfel. Es sieht aus wie der Schoß einer Mutter. Jetzt fülle ich ihn mit rotem Saft für das Kunstblut. Kreativer geht's nicht mehr. Dann lasse ich es aushärten. Ich habe eine Wassermelonengebärmutter gemacht. Das ist so gruselig! Was wird sie mit dem Klebeband machen? Ich werde das Klebeband in quadratische Stücke schneiden und sie alle zusammenkleben. Dann schneide ich es in Form eines Dreiecks. Jetzt hat es die Form einer Wassermelonscheibe. Ich fülle den oberen Teil mit grünem Schleim und den Rest mache ich mit rotem Schleim. Voila, Wassermelonschleim. Er ist so matschig und ich bin so kreativ. Das kannst du nicht übertreffen, Wednesday. Die Zeit ist um. Zeigt mir eure Wassermelonen. Toll, ihr seid beide rechtzeitig fertig geworden. Das ist so schön, Enid. Wednesday, das ist so gruselig. Warum probierst du sie nicht mal? Los geht's. Na gut, dann probiere ich's. Nur ein Löffelchen. Interessant. Wow, Wassermelonengelee, so lecker. Wednesday, du gewinnst diese Herausforderung. Yeah. Ich will sehen, ob diese Wassermelone den Hype wert ist. Es sieht so süß aus. Aber der neidische Blick von Enid ist noch süßer. Ah. Wednesday bekommt einen Punkt. Wir haben jetzt ein Unentschieden. Was ist die nächste Herausforderung? Schau, hinten ist ein Brett aufgetaucht. Hä? Ein Briefumschlag und eine Pflanze. Zeichne die Linie nach, ohne deine Hand zu heben. Und du darfst nur drei Versuche machen. Los! Du erfährst deinen Preis, wenn du gewinnst. Kreiden bereit und deine drei Leben oben. Ich will dich schlagen. Das sollte einfach sein. Ich fange am Rand des Topfes an. Ah, ich hab's falsch verstanden. Du hast dein Leben verloren. Ich bin dran. Pass mal auf. Das wird ganz einfach. Huh? War das falsch? Ich habe mein Leben verloren. Ich versuche es noch einmal. Wieder falsch? Ich habe nur noch ein Leben. Oh, bitte mach das richtig. Oh nein, ich habe kein Leben mehr. Was wird mit mir passieren? Du bist mit einer Wurmdusche bestraft. Das ist ja eklig. Nimm mir das ab. Das sieht lustig aus. Ich werde es auf jeden Fall gewinnen. Ich überlege mir zuerst, wie ich die Linien nachzeichnen soll. Ich hab's. Fang bei den Blättern an, dann den Stängel hinunter und schließlich den Topf. Kinderleicht. Ich hab gewonnen. Jetzt gib mir den Preis. Eine Venusfliegenfalle? Enid, schau mal. Wow, es hat Zähne. Au, es hat mich gebissen.
Das macht wirklich Spaß. Wow, sieh dir dieses Förderband an. Ein Kaktus? Au. Hä? Das Förderband ist bei den Kakteen stehen geblieben. Wir sollen den Kaktus essen, oder? Ja, au. Du bist so dumm. Was sollen wir denn mit dem Kaktus machen, wenn wir ihn nicht essen sollen? Mal sehen. Irgendetwas ist seltsam. Oh, ich glaube, wir müssen zuerst alle Stacheln entfernen. Einen nach dem anderen. Hey. Dann verpassen wir dem Kaktus einen netten kleinen Haarschnitt. Ups, ich habe eine Sauerei gemacht. Wo sind deine Manieren? Jetzt ist mein Kaktus sicher zum Essen. Sirup drin. Was? Das ist so lecker. Ich will mehr davon. Oh, es ist einfach so gut. Oh. Was ist mit mir? Eiskaltes Händchen? Du musst etwas für mich tun. Bleib einfach hier, okay? Oh-oh. Das eiskalte Händchen hat den Rasierer mitgenommen. Das Paket wurde an Wednesday geliefert. Und jetzt kommt der lustige Teil. Was ist das für ein Geräusch? Was machst du mit meiner Barbie? Nein, tu das nicht! Jetzt eine Injektion. Nein, 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 nein! Meine Barbie! Mensch, beruhig dich. Ich ziehe nur die Schokoladensauce aus meinem Kaktus. Wuhu, Barbie ist in Sicherheit, du Monster! Diese dunkle Schokolade ist das Beste, was es gibt. Ich liebe sie. Wahnsinn, Nudeln mit Eiern. Zwei Eier? Nur eins. Guten Appetit. Ich möchte zuerst die rosa Eier probieren. Wow. Oh nein, das Ei ist direkt in der Toilette gelandet. Ups, naja, wenigstens habe ich noch ein Ei. Halt bitte still. Ja. Ich werde dieses Ei in eine süße Form legen. Das ist ganz einfach. Öffne einfach die Form, lege das Ei hinein und drücke sie fest zusammen. Jetzt habe ich Eier in verschiedenen lustigen Formen. Nom. Oh je, Eier schmecken besser, wenn sie eine süße Form haben. Und meine sind einfach nur schlicht. Ich wünschte, ich hätte etwas Besseres. Bitte, so werdet ihr empfangen. Eine Spielknetegerät? Oh, ich weiß. Ich kann das Ei hineinstecken, um ein paar Eierstreifen zu machen. Ich schneide es einfach ein bisschen. Dann streue ich die Eierstückchen über meine Nudeln. Was? Ich wette, du kannst meine Eibelänge nicht übertreffen, was? Hallo, Mr. Flamingo, es ist Zeit zu essen. Ich will ihn auch mit Schokolade füttern. Yeah, ist alles auf. Das ist ein ziemlich schneller Stoffwechsel. Wow, was haben wir denn da? Mini-Toiletten? Toiletten? Ha. Huh. Was hat es mit dieser Toilette auf sich? Oh, ein Lutscher. Vielleicht kann ich ihn in den Kirschsirup tunken und dann in die Erdbeerstreusel. Los geht's. Oh, das ist so gut. Ich liebe es. Ich will auch einen Lutscher. Ich habe eine Toilette, aber keinen Lutscher. Und da ist ein Haufen drinne. Warte mal, das ist Schokolade. Schau dir das an. Igitt, warum isst du Kacke? Das wirst du wohl nie erfahren, wenn du es nicht probierst. So gut. Igitt, ich glaube, ich muss... Was ist das? Ein schwarzer Hubba-Bubba? Meh. Schön. Oh mein Gott! Wow! War das ein Meteor? Oh, das ist ein riesiger Hubba-Bubba. Wow, er ist so groß. Das könnte für immer reichen. Wednesday ist ein bisschen neidisch. Warum ist Ines Hubba-Bubba so groß, aber der von Wednesday ist klein und langweilig? Warte, ich habe eine Idee. Hey, ich fordere dich heraus, die größte Blase aller Zeiten zu pusten. Ich bin dabei, ich werde dich schlagen. Kein Grund zur Eile. Ich bin gechillt. Wednesday hat die Nase vorn, während Ines sich abmüht, eine Blase zu pusten. Aha, Wednesday hat die ganze Zeit eine Pumpe benutzt.
Enid, du machst das toll, aber Wednesday hier ist ein Betrüger. Du musst bestraft werden. Spiegelschild. Meine Blase! Hä? Du hast sie platzen lassen. Das hätte nicht passieren dürfen. Es tut mir leid. Das lief nicht wie geplant. Sieht so aus, als gäbe es in dieser Runde keinen Gewinner. Oh, zwei geheimnisvolle Kisten. Wow, ich nehme die größere. Nein, die größere Kiste gehört mir. Autsch! Ich werde jetzt meine Schachtel öffnen. Ein schwarzer Cake Pop. Nom. Igitt, der ist so sauer. Grün? Oh Mist, ich habe das Warnschild nicht gesehen. Das ist gar nichts. Es schmeckt einfach nur richtig gut. Unglaublich! Lollipop-Dusche! Warum bekomme ich nur einen? Oh. Wie soll ich die alle essen? Klebeband! Tada! Cake-Pops! Mir sind gerade Krallen gewachsen! Das gibt's doch nicht! Nom. Es macht viel mehr Spaß, mit einem Finger zu essen! Ich esse sowieso Cake-Pops! Ich werde zuerst nachschauen. Was für eine traurige Ananas. Das liegt daran, dass sie einen riesigen Pickel auf dem Rücken hat. So weich. Es ist Zeit für eine OP. Und jetzt mein Lieblingsteil. Das Einstechen. Oh mein Gott. Dann wird es Zeit zum Poppen. Igitt, so klebrig. Wir entfernen den Pickel und machen dir einen Verband. Das war's. Die Ananas ist jetzt glücklich. Jetzt ist es an der Zeit, dich zu verschlingen. Ja. Yeah. Ich nehme es zurück. Es ist so saftig. Okay. Jetzt bin ich dran. Es ist eine Drachenfrucht. Wahnsinn. Schneiden wir sie in zwei Hälften. Was? Sie ist innen nicht rosa? Oh, ich weiß. Ich habe hier eine rosa Coca-Cola. Ich werde einfach etwas davon nehmen und es in die Drachenfrucht spritzen. Sie ist rosa geworden. Ich gebe noch ein bisschen rosa Glitzer dazu. Zu viel Glitzer. Hey, halt dir den Mund zu. Tut mir leid. Was könnte in dem Ballon sein? Es ist ein schwarzes Eis. Meine Lieblingssorte. Ich kann es nicht glauben. Es schmeckt wie die Hölle. Genauso wie ich es mag. Mmh. Monster! Welches Monster? Naja, es gibt Wichtigeres zu tun. Huh? Was hat es mit diesem blassen rosa Fleisch auf sich? Wie langweilig. Was für ein hässliches Essen, Igitt. So geht das nicht? Oh, hallo Chefkoch! Ich möchte, dass das Fleisch gut durchgebraten wird. Halt, warte mal. Gut gefangen. Keine Sorge, ich werde es perfekt zubereiten. Der Geruch. Perfekto. Ein gut durchgebratenes Steak, ein Glas Wein und schickes Kerzenlicht. Guten Appetit. Gut durchgebraten. Ist da ein Huhn aus seinem Stall ausgebrochen? Pass auf! Legt dieses Huhn etwa Kinderüberraschungseier und flattert es weg und lässt unsere beiden Mädchen verwirrt zurück. Oh, was ist, wenn ich das Ei unter die Haube lege und es schüttel? Es verwandelt sich in ein riesiges Kinderüberraschungsei. Nimm deine Hand von meinem Ei. Das ist meins. Es ist so knuddelig. Oh, ich weiß. Das mache ich auch mit meinem Kinderüberraschungsei. Schütteln, schütteln, schütteln. Es ist gewachsen, aber es ist immer noch kleiner als deins. Naja, ein Ei ist ein Ei. Schauen wir mal, was drin ist. Oh, es ist ein rosa Ei. Ein schwarzes Ei. Es ist Schokolade. Oh ja, diese Süße. Nom. Nom. Das ist wie ein Felsbrocken. Ich weiß. Ich werde ihn einfach mit einem Hammer aufbrechen.
Augapfelgummis? Oh mein Gott! Nun, die gehören alle mir! Juhu! Yay. Angsthase. Du hast mir fast einen Herzinfarkt verpasst! Jetzt bin ich dran, mein Ei aufzuschlagen. Hiya! Was ist da drin? Oreo-Kekse mit Schokolade. Das ist perfekt. Ich will das alles trinken. Es ist gut zu sehen, dass unsere beiden Mädchen mit ihren Kinderüberraschungseiern zufrieden sind. Es ist so lecker! Es ist so lecker. Hi, Doktor, helfen Sie mir bitte. Mein Haar juckt so sehr. Juckt? Oh, dein Hund hat auch juckendes Fell. Igitt. Warte, lass mich mal genauer hinsehen. Ich sehe, dein Kopf ist voll von Läusen. Zuerst muss ich mich selbst schützen. Dann nehme ich eine spezielle Pinzette, um die Flöhe des Hundes loszuwerden. In diesem flauschigen Fell können sie sich gut verstecken. Igitt, die sind so groß. Jetzt benutzen wir einen speziellen Kamm, um das Fell des Hundes zu reinigen. Schau dir den ganzen Schmutz an. Da ist noch mehr um seinen Kopf herum. Wir müssen dich weiterkämmen, Kumpel. Dieser Kamm sammelt auch das ganze Fell ein, das er verliert. Aber das können wir mit einem einfachen Klick lösen. Was dich angeht, Herrchen, müssen wir auch etwas mit deinem Haar machen. Vielleicht hilft dieses Gerät dabei. Na gut. Oh ja, das lindert den Juckreiz. Danke, Doktor. Lass uns nach Hause gehen. Problem gelöst. Ich habe heute so viel verdient. Oh, da ruft jemand an. Es ist mein Schlangenfreund. Was gibt's denn? Oh nein, ich bin auf dem Weg. Los geht's. Kommt das Miauen aus dem Inneren des Schlangenbauchs? Ich bin ja da. Oh je, was hast du denn da verschluckt? Keine Sorge, ich habe ein Werkzeug dafür. Eine Schere? Nein. Zange? Die auch nicht. Ein Handschuh? Ja, den werde ich zur Sicherheit brauchen. Hör zu, ich werde meine Hand in deinen Mund stecken und das Objekt herausziehen. Mal sehen. Ich glaube, ich habe es. Es ist genau hier. Okay, ich werde es jetzt herausziehen. Tief einatmen. Du hast eine Katze verschluckt? Ich bin am Leben. Das war's mit meinem Abendessen. Du böses Schlangenvieh. Ich esse keine Katzen. Hier, du kannst dein Ei haben. Bye bye. Schauen wir mal. Herr Doktor, Hilfe, meine Katze hört nicht auf, fett zu werden. Okay, legen Sie sie hin und lassen Sie mich nachsehen. Was ist das hier? Ein Schwangerschaftstest? Es scheint, dass Ihre Katze schwanger ist. Wahnsinn. Wir sollten einen Ultraschall bei ihr machen. Dann sehen wir, wie es ihren Kätzchen geht. Sieh es dir auf dem Bildschirm an. Oh, die wachsen aber ganz schön schnell. Oh nein, die Fruchtblase der Katze ist geplatzt. Oh je, sie steht kurz vor der Entbindung. Okay, dann wollen wir mal. Atme tief durch, Kätzchen. Du schaffst das schon. Jetzt pressen. Da ist sie. Wahnsinn. Ein süßes kleines Kätzchen. Aber da ist noch mehr. Ich sehe den Kopf. Noch ein süßes Kätzchen. Ja. Oh, das nächste ist auch ein großes, gesundes Kätzchen. Ich habe drei neue Katzen. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe nicht nur eine, sondern gleich vier Katzen. Ich könnte ein Nickerchen gebrauchen. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Mama Katze hat gute Arbeit geleistet. Okay, ich werde ihrer Katze jetzt die Impfung geben. Lass mich in Ruhe, Frau. Sie können aggressiv werden. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich sagte, lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Aua, aua, mein Gesicht. Es tut mir so leid. Ist schon gut. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das ist ein Katzenspielzeug. Darin ist Katzenminze versteckt. Wie wäre es damit, Kätzchen? Hm, ein Snack. Jetzt, wo sie sich beruhigt hat, werde ich versuchen, den Wurm aus ihrem Ohr zu entfernen. Igitt, das ist die Ursache für ihre Aggressivität. Und jetzt geben wir ihr die Spritze. Vielen Dank, Herr Doktor. So, fertig. Ich bin froh, dass es meiner Katze jetzt gut geht. Hier ist die Bezahlung. Mach's gut. Mach's gut. Passt auf. Aua, ich werde fallen. Aua, ich habe mir den Kopf gestoßen. Was war das denn? Hä? Huh? Da
Das ist ein Hamster. Aua, das ist so heiß. Heiß, heiß, heiß. Okay, lass mich deine Temperatur messen. Wir müssen erst den Hamster aus diesem Ball befreien. Hey, lass mich runter. Mal sehen. Die Ergebnisse sagen... Du hast hohes Fieber. Oh nein. Es tut mir leid, Kumpel, aber du musst die Medizin nehmen. Igitt, ekelhaft. Was? Du musst es nehmen. Warte, ich weiß, was ich tun muss. Ich verstecke die Pille in der Gurke. So müsste es klappen. Lecker! Das ist der beste Snack, den ich je gegessen habe. Ja, ich bin so schlau. Oh ja. Was? Er hat die Gurke gegessen, nur die Pille nicht? Ach, komm schon. Ich muss mir einen anderen Weg ausdenken. Ist das ein Hamsterplüschtier? Ja, ich hab's. Es ist an der Zeit, ein Exempel zu statuieren. Schau, dieser Hamster will die Pille nicht nehmen. Das bedeutet, dass ich ihm stattdessen eine riesige, furchterregende Spritze gebe. Mama mia! Bekomme ich jetzt eine Spritze von diesem riesigen Ding? Okay, okay, ich nehme die Pille. Nimmst du sie jetzt? Ja, gut. Hier ist sie. Danach habe ich mir einen Karottensnack verdient. Sehr gut. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Hallo, willkommen in der Tierarztpraxis. Ich sehe, du hast deine Katze mitgebracht. Hallo, wie geht es dir? Ich lasse dich eine Weile spielen. Eine Katze, hä? Huh? Haha, du weißt, was zu tun ist. Du hast diese Katze, stimmt's? Los, greif sie jetzt an. Oh oh, eine Katze gegen einen Hund. Hä? Huh? Oh je, mein armes Kätzchen, ich kann nicht hinsehen. Aua, hör sofort damit auf. Oh nein, sie ist verletzt. Ich muss sie behandeln. Bitte rettet sie. Wir müssen sie auf das Bett legen. Oh nein, sie bewegt sich nicht. Was ist mit ihr passiert? Ist sie weg? Ich werde sie wiederbeleben. Es geht nichts mehr. Achtung! Es hat nicht geklappt. Oh, mein Kätzchen! Wir brauchen deine Hilfe, um sie zu retten. Bitte! Oh nein! Der Geist der Katze verlässt ihren Körper. Was sollen wir jetzt tun? Oh, ich weiß es. Ich brauche einen Snack. Was zum... Wo ist es hin? Vielleicht braucht meine Katze nur ein Leckerchen. Hier, Kätzchen, Kätzchen. Das ist lecker. Es hat geklappt. Sie war eben doch hungrig. Hast du noch mehr davon? Helft mir. Was ist denn los? Der Plastikbeutel meines Fisches ist undicht. Er hat kein Wasser mehr. Ihr Aquarium ist kaputt. Oh je, wo soll ich den Fisch zuerst unterbringen? In meinem Mund. Was machst du denn da? Hast du gerade meinen Fisch gegessen? Wir haben keine andere Wahl. Gib mir eine Sekunde. Wir brauchen diesen Wasserbehälter. Wir werden ihn mit Wasser füllen. Ja gut. Dein Fisch wäre fast rausgerutscht. Jetzt komm mit. Na gut. Was kommt als nächstes? Zuerst schneidest du den vorderen Teil des Behälters aus. Genau so. Lass uns dieses zusätzliche Stück loswerden. Dann dekorieren wir das Innere mit Kieselsteinen. Wahnsinn, das ist eine ganze Menge. Meine Fische würden das lieben. Schau dir diese Farben an. Das sollte alles sein. Als nächstes nimmst du den Erste-Hilfe-Kasten heraus. Darin befindet sich eine spezielle Lampenpflanze. Setze sie ebenfalls in den Behälter. Jetzt ist es an der Zeit, den Behälter mit Wasser aufzufüllen. Juhu! Achte darauf, dass du ihn bis zum Rand füllst, damit deine Fische mehr Platz zum Schwimmen haben. Perfekt! Huch, fast hätte ich die Fische vergessen. So, das war's. Willkommen in deinem neuen Aquarium. Hier ist es besser als in der dunklen Höhle, aus der ich gerade gekommen bin. Vielen Dank, Herr Doktor. Kein Problem. Herr Doktor, sehen Sie, was ich gefunden habe. Es ist ein riesiges Ei. Was ist es denn? Huh? Ich kann es anhand der Geräusche nicht erkennen. Ich habe es gerade am Meer gefunden. Ich frage mich, was es ist. Könnte es eine Mittwochspuppe sein? Eine Barbie-Puppe? Wahrscheinlich nicht. Hm, was denkt ihr? Kommentiert unten. Lasst uns wissen, was ihr denkt, was in dem Ei ist. Oh, es knackt. Das ist es. Wir werden gleich herausfinden, was es ist. Ist das ein Schwanz? Wahnsinn! Es ist eine Puppe der kleinen Meerjungfrau. Ich habe noch nie so eine Puppe gesehen. Sie ist so schön.
Wir sollten ihr eine Impfung geben. So, das wär's. Ist sie groß geworden? Versteckt euch! Sie hat sich in eine echte Meerjungfrau verwandelt. Schön, dich kennenzulernen. Ist die echt? Oh mein Gott! Hallo! Das ist fantastisch! Ich kann nicht glauben, dass ich ein Meerjungfrauenhaustier habe. Lass uns spielen gehen. Tschüss! Ich werde ein Nickerchen machen. Oh nein! Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Der Mann ist auf dem Boden eingeschlafen. Jetzt ist eine Schlange aus ihrem Haus gekommen. Oh oh! Sie steuert direkt auf den Mund des Mannes zu. Oh? Helft mir! Die Schlange ist in seinem Mund. Was ist denn hier los? Oh je. Helft mir. Ich habe meine Schlange verschluckt. Ich werde versuchen, sie herauszuziehen, okay? Nein, nein, nein. Sie versteckt sich wieder in deinem Mund. Was soll ich tun? Oh, ein Hamsterball. Den muss ich mir ausleihen, bitte. Ich werde deine Hilfe brauchen, Kumpel. Hey, lass mich runter. Ich werde die Schlange mit dem Hamster herauslocken. Da ist er. Jetzt kann ich sie herausziehen. Langsam. Ich hab's gleich. Wow, ich hab sie. Ich hab sie. Bringen wir ihn zurück in seinen Käfig. Bist du okay? Ich konnte das Gift schmecken. Mach dir keine Sorgen. Du kannst dieses saure Bonbon probieren. Wahnsinn. Ich liebe Bonbons. Bitte funktioniere. Das schmeckt wirklich gut. Was für ein Tag. In der Klasse sind keine Haustiere erlaubt. Ich hoffe, ich sehe nicht verdächtig aus. Ich habe etwas in meiner Tasche versteckt. Ich habe meinen Welpen mitgebracht. Nimm ein paar Leckerlis. Wer ist ein guter Junge? Huh? Oh, Mist, der Lehrer kommt. Chase, versteck dich. Los, schnell. Hallo, Herr Lehrer. Irgendetwas kommt mir verdächtig vor. Was hast du denn da in deiner Tasche? Nichts, ich habe keine Haustiere dabei. Okay, ich bin überzeugt. Oh, Chase wittert Ärger. Ihre Schnürsenkel zusammenzuknoten ist die beste Rache. Ouch, ich bin gefallen. Noch schlimmer, Chase hat auf die nagelneuen Schuhe des Mädchens gepinkelt. Das wird definitiv einen üblen Gestank hinterlassen. Das hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst. So geht. Kumpel, ich bin wieder da. Was zum? Sind das Pfotenabdrücke überall auf dem Boden? Da ist eine Spur. Auf keinen Fall. Sie sind auch auf meiner Couch und an den Wänden. Ich folge der Spur besser weiter. Sieht aus, als hätte mein Mann eine Pfotenmassage bekommen. Wohin führt diese Spur aus Pfotenabdrücken? Ich glaube, ich komme der Sache näher. Da ist es. Chase ist der Übeltäter. Oh, was? Ich muss diesem Hund eine Lektion erteilen. Gib mir den Ballon sonst. Willst du ihn platzen lassen? Ach, sieh zu und lerne. Jetzt, wo ich den Ballon habe, werde ich die Lippen aufschneiden. Jetzt warte, bis die Luft ganz raus ist. Wir werden aus Pfotenschuhe machen. So werden seine Pfoten nicht mehr ganz so schmutzig. Das ist ein toller Hack. Das viele Herumlaufen hat ihn erschöpft. Es ist Zeit, sich auszuruhen. Chase, wo bist du? Es ist Zeit zu essen. Oh nein. Chase, du siehst nicht so gut aus. Nein, ich komme schon. Was ist los, Chase? Wach auf, Chase, bist du krank? Wir brauchen Hilfe. Was ist denn hier los? Oh, hier, Chase bewegt sich nicht. Wir müssen einen Tierarzt rufen. Ich bin schon da. Wow, du bist so schnell. Okay, ich werde zuerst deinen Herzschlag überprüfen. Mal sehen, das Herz ist irgendwie schwach. Oh nein, ihr Welpe ist sehr krank. Ich muss ihm ein Medikament spritzen. Bitte tun Sie ihm nicht weh. Das wird sicher sein. Die Nadel ist abgebrochen. Was soll ich nur tun? Oh, richtig. Ich muss den Defibrillator benutzen. Weg! Ich glaube, du hast nur sein Fell verbrannt, anstatt ihn zu retten. Warum funktioniert es nicht? Es ist an der Zeit, die großen Geschütze aufzufahren. Zuerst muss ich den geheimen Gegenstand freischalten. Ich präsentiere euch das ultimative Hundeleckerli. Wow. Es ist so glänzend. Dieses Heilmittel ist einmalig. Seht ihr? Allein durch den Duft des Leckerlis fühlt er sich schon viel besser. Juhu, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Alles, was er braucht, um behandelt zu werden, war ein Leckerli. Schieß den Ball!
Das ist ein entscheidender Moment. Er ist dabei, ein Siegestor zu schießen. Der Welpe kaut auf dem Fernsehkabel herum. Oh-oh. Was ist mit dem Fernseher passiert? Ich darf dieses Spiel nicht verpassen. Hä? Du böser Hund, du hast die Fernseher kaputt gemacht. Du brauchst eine Tracht Prügel. Lauf nicht vor mir weg. Dad, tu ihm nicht weh. Er hat's nicht so gemeint. Oh, ich habe eine Idee. Ich leih die Pop-Tubes auf. Da ist genug Platz für ein paar Drähte drin. Ich werde die Fernsehdrähte in die Kanalröhre einführen, damit sie geschützt sind. Das gleiche mache ich mit der gelben Röhre. Jetzt verbinde die beiden Röhren miteinander und die Kabel sind sicher und gesund. Jetzt können wir in Ruhe fernsehen. Ah, oh, sieh dir diese Katze an. Ich liebe diese Sendung. Ach ja? Das ist ziemlich lustig. Oh, der Welpe schnüffelt schon wieder an den Drähten. So schade, dass er sie nicht verbeißen kann. Mehr Glück beim nächsten Mal, Kumpel. Oh nein, warum seid ihr so schmutzig? Ihr macht das ganze Bett so schmutzig. Es ist Zeit, ein Bad zu nehmen. Chase, wo gehst du hin? Huh? Ich gehe Chase hinterher. Ach komm, zwing mich nicht, euch beiden hinterher zu jagen. Sieh mal, Chase geht direkt auf die Toilette. Er ist so ein schlauer Hund. Willst du jetzt ein Bad nehmen? Hier, ich wische den Schmutz aus dem Fell. Oh je, das ist aber eine große Sauerei. Ich habe das Gefühl, die Reinigungszeit ist noch lange nicht vorbei. Oh nein, jetzt kommt der Fellschüttler. Ende. Ich sollte als nächstes meinen Lippenstift machen. Igitt, ist das Hundefell? Es ist überall auf meinen Sachen. Oh mein Gott. Mein Lieblingssandwich, Igitt. Irgendetwas ist anders. Warum ist da so viel Fell auf meinem Sandwich? Bäh. Schau dir mein Kuscheltier an. Warum ist es voller Fell? Wo kommt das denn her? Was zum... Da ist eine Spur aus Fell auf dem Boden. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, woher sie kommt. Wohin führt sie? Eine Spur? Wir alle sollten ihr folgen. Da! Irgendetwas sagt mir, dass das nicht der echte Chase ist. Warte, da stimmt etwas nicht. Da ist der echte Chase. Ich weiß, wie man das in Ordnung bringt. Ich habe eine spezielle Fellbürste. Ich werde Chases Fell bürsten. Das müssen wir jetzt jeden Tag tun. Jetzt, wo wir das überschüssige Fell von Chase haben, drücken wir die Bürste nach unten, um es auszulösen. Und Josh aufliest mit diesem geformten Schöpfer auf. Tada! Es ist ein endförmiges Fell. Pelzige Entchen sind besser als Gummientchen. Wahnsinn, was für ein süßes Entchen. Wer hätte gedacht, dass man aus einem Hundefell ein Spielzeug machen kann? Wo ist mein anderer Pantoffel? Ich suche ihn schon seit Ewigkeiten. Ha, dieser böse Hund kaut auf meinem Pantoffel herum. Ha, du dummes Hündchen, gib ihn mir zurück. Wag es nicht, mit mir Tauziehen zu spielen. Ich sagte, gib ihn zurück. Und komm nicht mit diesem Welpenblick. Hey, such dir was anderes zum Kauen. Sieh nur, was du mit meinem Pantoffel gemacht hast. Wie kann ich den noch anziehen? Dein Hündchen hat meinen Pantoffel kaputt gemacht. Riechst du das? Ja, das tue ich. Oh je, die Keime haben die Zeit ihres Lebens im Mund des Welpen. Es ist Zeit, ihnen die Zähne zu putzen. Igitt, deine Zähne sind ganz schmutzig und eklig. Halt still, während ich dir die Zähne putze. Hör auf zu beißen. Ich kann nicht glauben, dass er die Zahnbürste kaputt gemacht hat. Wir brauchen einen anderen Plan. Ich habe eine Idee. Bereite einen Handschuh vor, dann schmiere Kleber auf den Zeigefinger, damit wir die Bürste draufkleben können. Einfach so. Jetzt wird es einfacher, dem Hund die Zähne zu putzen. Mach auf, Kumpel! Diesmal kannst du es nicht abbeißen. Voilà! Ich glaube, er ist glücklich mit seinen sauberen Zähnen. So ein guter Junge. Pass auf! Igitt, maßmatige Gefühl ist nicht schön. Bist du in einen Haufen getreten? Oh je, das ist ja eklig. Ich werde einfach dieses Krallengerät benutzen, um deine Socke auszuziehen. Zieh die Socke einfach so vorsichtig ab. In den Müll geht sie. Okay, fertig. Was, da ist noch mehr? Es ist überall, wo ich hingucke. Oh nein, das ist ein stinkendes Problem. Aha, ich weiß. Wir müssen dem Welpen eine Windel anziehen. Wir müssen dir erst beibringen, wo du kacken musst. Keine Unfälle mehr auf dem Boden. Gut gemacht, Mama. Juhu, rutschen. Komm schon, Chase, rutsch. Beeil dich, du lahme Schnecke. Hab keine Angst. So ist es gut. Das macht doch Spaß, oder? Es sieht so
so aus, als hätte Chase Angst vor Rutschen. Was ist denn mit ihm los? Warum versteckt er sich im Eimer? Sieh dir diese Welpenaugen an. Da stimmt eindeutig etwas nicht. Chase hat Angst vor der Rutsche. Denkst du, was ich denke? Bereite einen Eimer und einen Cutter vor. Pass auf deine Finger auf, wenn du den Eimer in zwei Hälften schneidest. Wir benutzen die Eimerhälften als Rutsche. Hol Nudeln für die Griffe und ein Bälleblatt, in dem wir landen. Auf geht's, Chase. Schau, Kumpel, wir haben dir eine lustige Rutsche gebaut. Chase scheint seine neue pelztastische Rutsche zu genießen.